erste Gedanke ist halt, das wird die letzte Aktion sein. Entweder holst du noch was oder du holst halt nichts mehr. Und ich hatte eigentlich fast die ganze Zeit über, nach den ersten 15, 20 Minuten, hatte ich nur im Kopf, okay, wie kommen wir jetzt ins Spiel? Wie können wir es noch drehen? Wie können wir noch das Beste aus dem Spiel machen? Und ja, in dem Moment habe ich einfach nur gehofft, mach das Ding rein und dann belohnen wir uns ein bisschen dafür. Das haben wir auch in der letzten Saison fast nie geschafft, hinten raus nochmal das Tor zu machen, einmal in Erfurt. Und ja, danach war es schön, dass wir den Punkt geholt haben. Auf der anderen Seite so richtig freuen, in dem Moment schon, innerlich schon, aber irgendwie hat es schon wehgetan, dass du nicht von der ersten Sekunde an so gespielt hast. Es war wichtig für diesen Spielverlauf, weil du bist nicht gut reingekommen und hast dich in dieses Spiel reingekämpft und hast immer mehr an Selbstvertrauen gewonnen in dem Spiel, hast immer mehr an Überzeugung gewonnen in dem Spiel und hast dann hinten raus nochmal diesen Punkt geholt. Ich glaube, das sollte auch ein Zeichen für alle sein, dass wir uns nie aufgeben sollten, egal wer, ob jetzt die Mannschaft ist oder das Umfeld ist, sondern bis zum Schluss dran glauben. Und dann ist es natürlich schön, wenn es dann belohnt wird und du dann den Punkt geholt hast. Das ist das Schwierigste. Du hast halt 4 Spieltage. Das ist halt zumindest auch einer der Gründe gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen uns im Trainerteam auch nochmal wesentlich größer aufstellen. Weil du natürlich immer diese Thematik hast, wie wirst du den Spielern gerecht, die du jetzt vielleicht in dem Moment nicht in diesen 18er-Kader mitgenommen hast? Die müssen auch trainieren. Übernachtest du noch nach dem Spiel da oder fährst du direkt nach Hause oder wie kannst du überhaupt reisen? Wie klappt das überhaupt? Also es ist eine wahnsinnig große Herausforderung, wenn du eigentlich einen Spieltag auf 4 Tage verteilt hast. Und ja, es ist nicht leicht, auch die Jungs immer wieder vom Biorhythmus drauf einzustellen, dass die dann auch genau zum richtigen Zeitpunkt topfit sind. Wir versuchen es in der Regel immer so, dass wir einen Tag vorm Spiel zur selben Zeit trainieren, wie wir am Spieltag dann darauf auch spielen, damit wir so ein bisschen in den Rhythmus reinbekommen. Aber ob das dann die beste Vorbereitung ist, das weiß ich auch nicht. Aber beschweren sollten wir uns nicht, weil das ist nun mal auch einer der Bausteine in der zweiten Liga und da wollten wir ja auch hin. Mannschaft, Fans, Traditionsverein, Stimmung, Qualität von denen. Ja, es wird wahnsinnig schwer für uns da Punkte zu holen, das wissen wir. Aber es ist auch eine wahnsinnig tolle Herausforderung, dahin zu fahren. Und das sind eigentlich auch die Spiele, wo dich in der zweiten Liga drauf freust, dass du dann vor ausverkauftem Haus spielen kannst. Hast eine ambitionierte Mannschaft, die ganz oben angreifen will und jetzt kommst du als Aufsteiger und jetzt kannst du halt mal zeigen, zu was bist du imstande. Und ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie so spielen, wie sie das auch gegen Sandhausen hauptsächlich in der zweiten Halbzeit gemacht haben, an sich glauben und diese Überzeugung in sich zu haben, dass wir auch da in dem Spiel, wenn wir alles abrufen, weil das brauchen wir auch, dass wir dann auch da was holen können. Das erwarte ich von meiner Mannschaft. Und wenn der Gegner dann besser war, aufgrund ihrer individuellen Qualität oder weil wir vielleicht an dem Tag nicht so gut Fußball gespielt haben, wie wir vielleicht können, weil der Gegner es auch richtig gut gemacht hat, dann ist das zu akzeptieren, aber nicht so, wie wir die ersten 20 Minuten gegen Sandhausen gespielt haben. Das ist nicht zu akzeptieren.